Moin Leute, was geht ab? Heute versuche ich mal wieder so einen Shorts rauszuhauen und ich bemühe mich wirklich, dass es auch diesmal ein Shorts bleibt. Wie ihr schon seht, geht es heute um allerhand Köpfe. Zur Verfügung gestellt hat mir das ganze Blubberhaus. Schon mal danke dafür. Als ich das Paket gekriegt habe, habe ich erstmal gedacht, okay, es ist halt ein, zwei Köpfe aus der Reihe. Ja, es war das ganze Paket und dachte, okay, ist meine Sammlung um einiges größer geworden. Ich habe ja sowieso so einen Kopffetisch. Die Headmaster Tonkopfreihe gibt es natürlich beim Blubberhaus. Kriegt ihr alle unter einem Fünfer die Köpfe. Und alle Köpfe sind aus einem speziellen italienischen Ton gepresst. Also zumindest würde ich jetzt mal, wenn ich mir hier so die Ränder angucke und die ganze Form, würde ich davon ausgehen, dass diese einfach gepresst sind. Also nicht jetzt irgendwie mit der Hand geformt, so Dirty Dancing mäßig, sondern in eine Presse eben, ne? Ihr habt bei der Headmaster Tonkopfreihe, habt ihr allerhand Größen. Ich für meinen Teil habe auch schon mit Blubberhaus Rücksprache gehalten. Ich finde, ja, sagen wir mal, die unterschiedlichen Formen und Größen eigentlich fast überflüssig. Dennoch ist der Vorteil hierbei, dass natürlich, je nachdem wie eure Vorlieben sind, wie ihr am liebsten raucht, wirklich für jeden da was bei ist. Und ich habe auch schon so meine zwei, drei Lieblinge hier gefunden, die ich euch natürlich dann gleich auch nochmal zeige. Machen wir erstmal weiter. Die Headmaster-Tonkopfreihe gibt es in unterschiedlichen Größen. Das ist erstmal so ein Mittelding. Dann habt ihr hier so die, ja, wie heißen sie, irgendwie so Mikro-Vortex zum Beispiel. Und dann gibt es nochmal die richtigen Bollermänner. Das sind dann hier die großen Funnels. Das Ganze gibt es dann auch nochmal in unterschiedlichen Tiefen. Hier habt ihr, wie ihr seht, eher so ein Flat. Dann habt ihr hier schon, das ist schon eine ordentliche Tabakwanne, würde ich sagen. Hier merkt ihr gleich, dass der Finger bis zum Knöchel drin verschwindet. Und das Ding ist etwas schmaler, trotzdem auch ziemlich tief. Deshalb bevorzuge ich persönlich den flacheren, aber für Abstandsraucher ist auch das Ding echt gängig. Rauchen könnt ihr das Ganze mit Kamin, mit Alufolie und mit so einem Lotusaufsatz hier. Ich persönlich hatte jetzt den Kopf mit einem Kamin getestet, weil auf diese Rillen hier optimal mein, was ist das? Ich glaube, Batscher drauf passt. Muss ich aber leider sagen, hatte ich keine guten Ergebnisse aufgrund der Tatsache, dass ihr dadurch natürlich Abstand-Setup des Todes habt. Anfangs war es ganz gut, dann hat der Tabak durch die Hitze natürlich angefangen, sich zu reduzieren. Ihr hattet kaum noch wirklich Hitze, die an den Tabak kommt. Unten war der Tabak komplett unverbraucht, oben war halt durch. Das war jetzt nicht so optimal. Daher würde ich, ehrlich gesagt, die Dinger nicht unbedingt bevorzugen, beziehungsweise nicht unbedingt kaufen, wenn ich mit dem Kamin rauchen möchte. Was aber bei dem Kamin der Nachteil war, ist natürlich bei Alufolie der Vorteil. Hier sind die Dinger schön tief. Ihr habt hier natürlich die Rillen und so könnt ihr die Alufolie echt gut spannen. Ich zeige das einfach mal hier. So, habt ihr das Ganze dann gespannt? Ihr könnt natürlich, wenn ihr hier schön mit eurem Finger langfahrt, zieht ihr das Ganze nochmal mehr oder weniger straff. Und so habt ihr dann natürlich echt eine richtig super gespannte Alufolie, eine richtig krasse ebene Fläche. Das reflektiert jetzt so ein bisschen. Ja, da ist natürlich dann des einen Nachteil, des anderen Vorteil. Die Köpfe könnt ihr natürlich auch alle mit dem Lotus rauchen. Ich nehme jetzt mal hier diese Tabakwanne. Lotus drauf. Schließt auch gut ab. Sieht ähnlich aus wie jetzt bei meinen, na, sag schnell, Werkbundfunnels. Bei diesem Setup ist jetzt der Vorteil, bei dem Kamin kam die Hitze unten nicht an. Der Tabak war komplett unverbraucht. Bei diesem Heat Management System, bei dem Lotus, geht die Hitze direkt in den Ton und so habt ihr jetzt doch gewährleistet, dass der Ton auch unverbraucht wird.
Ich habe so noch nicht oft geraucht, nur einmal. Ein Kollege von mir hat so öfters geraucht und bevorzugt diese Köpfe jetzt teilweise sogar schon seinen anderen Funnels. Deshalb werde ich das Ganze noch mal ein bisschen testen, aber kommen wir zum Fazit, damit das Ganze nicht allzu lang wird. Meine Favoriten sind, wie vorhin schon gesagt, dieser flache Tonkopf hier. Der kleine ist eher für Abstand und durch diese Rillen an der Seite könnte die Alufolie schön spannen. Der ist auch noch in Ordnung. Ist ein bisschen tiefer, könnt ihr aber schön mit Lotus Abstand rauchen. Den Vortex hat meine Freundin sich ausgeguckt, weil er sehr tabaksparend ist. Die anderen Köpfe kann ich aus meiner Sicht nicht empfehlen, da ich für diese Köpfe keine Verwendung habe. Auf diese etwas schmaleren Köpfe passt der Lotus gerade so drauf. Alufolie funktioniert, dennoch sind sie für meine Verwendungszwecke dort zu tief. Die Funnel sind in meinen Augen auch für mich nicht geeignet, da der Lotus aufsitzt. Da diese Funnel auch sehr tief sind. Eine gute Alternative zur alten Sapphire Powerball und RT sind sie allemal. Ja, ich würde sagen, das war's. Aber letztlich müsst ihr natürlich entscheiden, für welche Bedürfnisse ihr euch diese Tonköpfe anlacht. Und bevor das Video noch allzu lang wird, mache ich hier den Cut, verabschiede mich und sage danke fürs Einschalten.